Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Vor knapp 2 Jahren hat meine Fraktion schon einmal einen Gesetzentwurf zur abschließenden Beendigung der verfassungswidrigen Diskriminierung der eingetragenen Lebenspartnerschaft in den Bundestag eingebracht. Und die Debatte, die damals noch unter schwarz-gelber Regierung in diesem Haus geführt wurde, war, weiß Gott, keine Glanzleistung. Und heute ist sie es auch nicht dank CDU, CSU. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Union, wiederholt haben Sie da gebetsmühlenartig gesagt, man könne die Privilegierung der Ehe nicht aufgeben. Einige weigerten sich sogar, wegweisende Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes anzuerkennen nach dem Motto, gleiche Rechte für gleiche Pflichten, nicht für Lesben und Schwule, ganz egal, was Karlsruhe dazu sagt. Und es ist sehr deutlich heute, dass sich Ihr Weltbild in diesem Punkt eigentlich auch nicht verändert hat, nach dem, was wir heute hier schon gehört haben. Und 2 Jahre später, da dachten wir zumindest, dürfte Ihnen die Zustimmung zu unserem grünen Gesetzentwurf eigentlich leichter fallen, weil wir eigentlich nur das umsetzen, was Sie im Koalitionsvertrag mit der SPD verabredet haben. Wörtlich steht da, rechtliche Regelungen, die die gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften schlechter stellen, werden wir beseitigen. Wir warten jetzt seit 2013 auf Ihre Vorschläge. Und ich sage Ihnen eins, den Beschluss im Koalitionsausschuss zum Referentenentwurf in dieser Woche hätte es nicht gegeben, wenn wir Grünen nicht heute diese Debatte angekündigt hätten. Aber ich sage auch, spätestens in der Debatte heute ist klar, nach dem, was Sie jetzt hier ausgeführt haben, Kollege Ulrich, Sie haben immer noch nicht verstanden, wenn Sie einen Gesetzentwurf vorlegen, der die gemeinschaftliche Adoption nicht vorsieht, haben Sie es wirklich immer noch nicht verstanden. Und darum wende ich mich jetzt auch noch mal an die Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Ich will nicht versäumen, Sie an die Worte Ihres Fraktionsvorsitzenden aus der Plenardebatte im Februar 2013 zu erinnern. Ich zitiere Thomas Oppermann. Es ist an der Zeit, dass wir Lebenspartnerschaften umfassend gleichstellen. Im Sozialrecht, im Familienrecht, im Steuerrecht. Gleiche Rechte für alle heißt die Parole in Deutschland. Und die Kollegin Steffen, die ich eben hier gesehen habe, hat gesagt, es ist lächerlich, immer noch dagegen zu stimmen, nach dem, was das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, nach dem, was die Mehrheit unserer Bevölkerung sagt und nachdem aktuelle Umfragen zeigen, dass selbst die Mehrheiten der CDU-Anhänger die Homo-Ehe befürworten. Zitat Ende. Also, Herr Oppermann, Frau Steffen, liebe SPD, wir nehmen Sie heute beim Wort. Sie können das, was Sie vor 2 Jahren aus Überzeugung tun wollten, jetzt endlich tun und zustimmen. Sie können dafür Sorge tragen. Sie können dafür Sorge tragen, dass wir mit den Mehrheiten in diesem Haus 2 verlorene Jahre aufholen, endlich die rechtliche Gleichstellung für Lesben und Schwulen herstellen. Und zur Union will ich auch noch was sagen. Ich finde, beenden Sie die Ausgrenzung von eingetragenen Lebenspartnerschaften und auch Regenbogenfamilien. Ihre Argumente sind für viele Menschen ein Schlag in die Magengrube, nicht nur für Lesben und Schwule. Da erhoffen sich wirklich viele von Ihnen mehr Mut. Wenn Sie es in Ihrer Fraktion nicht schaffen, die ewig gestrigen Ansichten zu revidieren, wird dies am Ende der Wahlperiode ein Teil Ihrer politischen Bankrotterklärung sein. Und noch etwas. Sie sollten sich in Zeiten, wo zu befürchten steht, dass Homophobie wieder salonfähig werden könnte, sehr gut überlegen, wie Sie Ihre Abgrenzung von rechten Kräften und der AfD ausgestalten wollen. Und ich finde, das kann ein sehr schmaler Grat sein. Wir als Grüne stehen ganz klar für eine moderne, vielfältige Gesellschaftspolitik, die sich gegen jede Form der Diskriminierung stellt. Und wir werden hier auch nicht nachlassen. Und darum am Ende noch mal appelliere ich an alle hier in diesem Haus meine Aufforderung, unterstützen Sie unseren Gesetzentwurf. Es gibt keinen Grund mehr, dies nicht zu tun. Überlassen Sie diese Arbeit nicht länger dem Bundesverfassungsgericht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Schaus. Nächste Rednerin in der Debatte, Gudrun Zollner.